Ja, willkommen bei meinem Talk Dirty Cow, Holy Cow, wie man mit schmutzigen Kühen Android routet. Erstmal vielleicht kurz zu Dirty Cow. Dirty Cow ist eine Privilege Escalation im Linux-Kernel, die ist ungefähr im Oktober 2016 bekannt geworden. Und einfach weitermachen, genau. Ja. Das Ganze wurde veröffentlicht von Phil Oyster im Oktober 2016. Ich glaube, im Mai oder so hat er das schon entdeckt. Dirty Cow ist etwa 10 Jahre alt. Wurde bereits 2005 versucht, von Linus Torvalds zu patchen. Der Patch wurde allerdings dann wieder zurückgezogen, weil es dann Probleme mit der IBM ESA 390-Architektur gab. Und da zu diesem Zeitpunkt die Lücke sich nicht so ohne weiteres ausnutzen ließ, ist das Ganze dann irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, betroffen sind Linux-Kernel von Version 2.6.22 bis 4.8.3. In 4.8.3 ist dann der Patch eingeflossen. Der Upstream-Patch ist vom 18.10. auch wieder von Linus Torvalds committed worden. Mein Thema ist ja Android im Zusammenhang mit Dirty Cow. Das erste Android-Release verwendet den Kernel Version 2.6.25. Also Android ist von Anfang an betroffen mit Dirty Cow. Genau, hier nochmal die CVE-Bezeichnung für die Lücke. Das Problem tritt durch eine Race-Condition auf und ermöglicht eben das Schreiben in einen Speicherbereich, der eigentlich nur lesbar sein sollte. Das Ganze passiert eben, weil ein Flag gesetzt wird, was aber in dem Moment, wo geschrieben wird, dann inkonsistent ist. Und das sehen wir gleich nochmal, wie sich das dann ausnutzen lässt. Und zwar wird dafür mittels mmap einfach die zu überschreibende Datei geladen, beziehungsweise in den virtuellen Speicherbereich geladen. Und dann kann man in zwei Threads, in dem einen Thread sage ich dem Kernel dann mit mAdvice don't need, dass ich eben den Speicherbereich gar nicht mehr brauche, schreibe aber trotzdem parallel im anderen Thread immer wieder rein. Das Ganze passiert in einer Schleife wenn man Glück hat, erwischt man den richtigen Moment und überschreibt dann eben den Speicherbereich, der eigentlich nicht zu überschreiben sein sollte. Genau, wie das Ganze aussieht. Also das wäre dann praktisch der eine Thread, der dann in der Schleife die Loop hier, das ist variabel, also es hängt immer vom System ab, wie oft man es versuchen muss. Ich glaube, in meinen Tests hat das dann meistens mit 10.000 ausgereicht. Umso mehr, umso länger dauert es natürlich, aber das ist ein bisschen Trial and Error, was man da, wie oft man die Schleife durchgeht. Genau, also in einem Thread schreiben wir halt immer, sagen wir dem Kernel mit mAdvice immer, dass wir den Speicherbereich gar nicht mehr brauchen. Und in einem anderen Thread, der parallel läuft, versuchen wir eben auf den Speicher zu schreiben und dafür öffnen wir den proc-save-mem über open und sehen dann wieder in der Schleife, dass wir immer wieder in den gleichen Speicherbereich schreiben und am Ende, wenn wir erfolgreich waren, haben wir eben die Daten überschrieben. Das so kurz mal zur Erklärung. So, als erstes dann direkt mal das Ganze auf Android angewendet. Da gab es ein schönes Proof of Concept auf GitHub von TimWR. Da gibt es auf Android ein standardmäßiges Binary, das ist RunS, das hat das Capability SetUID gesetzt. Das heißt, das ist in der Lage, die User-ID auf 0 zu setzen. Normalerweise macht das natürlich bestimmte Checks und erlaubt eben nicht jedem, da einfach die User-ID auf 0 zu setzen. Normalerweise wird das dazu, also zum Debugging verwendet, um Android-Apps dann als den bestimmten App-User zu starten und entsprechend auch auf die Daten der Apps zuzugreifen. Lässt sich normalerweise nur als Root oder eben als Shell-User ausführen. Shell-User ist der User, den man verwendet, wenn man über ADB zum Beispiel mit Android verbunden ist, über die Entwickler-Optionen. Also hier sehen wir schon, das ist ein gepatchtes Run-As, was im Prinzip diese ganzen Checks, auf die ganzen Checks verzichtet. Und am Ende sehen wir schon UID 0, also wir sind eigentlich schon Root. An der Stelle sind wir aber noch nicht ganz fertig. Das Problem ist jetzt SE Linux. SE Linux verhindert nämlich dann an der Stelle, dass wir dann zum Beispiel ein Dateisystem mounten können oder einfach irgendwas überschreiben können. Also wir sind zwar Root, aber sobald wir dann versuchen, irgendwie Mount System RW, bekommen wir Permission denied, weil eben einfach SE Linux ab Android 5.0, glaube ich, als Enforcing eingestellt und eben das einfach verhindert. Also habe ich mich mal ein bisschen umgesehen in den SE-Policies. Erstmal hat es für diesen Fall jetzt sogar ausgereicht, einfach in die Open-Source-Policies zu schauen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, sich die Binary-Policies, die auf dem Device sind,
auseinanderzunehmen und zu gucken, was da drin steht. In dem Fall haben die Open Source, das ist natürlich ein bisschen einfacher, weil wir da auch ein paar Kommentare haben. Das ist ein Auszug jetzt aus der Zygote SE Policy. Zygote ist der Prozess, der dafür verantwortlich ist, die ganzen Apps zu starten und also er macht einen Fork für jede Anwendung, die gestartet wird. Genau, das ist dieser Zygote-Prozess und der hat relativ viele Berechtigungen. Hier sehen wir schon, allow Zygote Self-Capability, DAC Override, SetGID, SetUID, FOwner, also genauso wie das Run as Binary können wir hier auch wieder die UID setzen und uns praktisch damit zum Root machen. Genau. Außerdem erlaubt der Zygote Process die Transition in den System Server Kontext. Der System Server Kontext ist auch ganz interessant, da gucken wir auch mal rein. Da sehen wir, dass der System Server die Berechtigung hat, ein Kernel-Modul zu laden. Ist natürlich schön, weil wenn wir im Kernel-Mode sind, heißt das ja de facto, dass wir eigentlich alles machen können und dann ist uns SE-Linux auch egal. Also sobald wir in den Kernel reinkommen, können wir natürlich SE-Linux deaktivieren. Und genau das machen wir jetzt. Dafür habe ich ein bisschen Shellcode hier geschrieben. Das ist ARM64 Assembler, weil das Gerät, also auf dem ich das Ganze getestet habe, ist ein HTC M9 mit Android 6.0 gewesen. Und genau, das ist ein 64-Bit-System. Also hier ARM64 Assembler. Da, diesen Shellcode, den müssen wir dann irgendwie in diesen App-Process, also diesen Zygote und System Server bereitstellt, reinpatchen. Idealerweise wollen wir das eben so machen, dass das System davon nicht abstürzt. Also wir können natürlich einfach jetzt unseren eigenen App-Process da drauf packen, aber sobald wir das tun, schmiert er natürlich ab. Das Schöne ist an der ganzen Geschichte mit Mmap, dass wir, wenn wir die Datei überschreiben, verändern wir auch gleichzeitig den laufenden Prozess. Das heißt, wenn wir den jetzt so patchen, dass wir das Binary nicht zu sehr verändern, eben einfach nur einen Shellcode an eine geeignete Codecave schicken und dann einen Jump dahin setzen, und zwar bevor der System Server den eigentlichen Fork in die Anwendung macht, können wir das Ganze machen, ohne dass das System irgendwie abstürzt. Also theoretisch könnte man dann auch eine App, die dann vielleicht irgendwo, eine böswillige App, die dann einfach sich installiert und der Benutzer merkt gar nicht, dass die im Hintergrund dann Dirty Cow ausnutzt und das ganze System rootet, weil eben nichts abstürzt und keine Fehlermeldung und so weiter. Also genau, das ist hier der Shellcode. Was der macht, ist eigentlich einfach, macht einen Fork. In dem Fall ist das jetzt Clone, weil es auf der ARM64-Architektur gibt es keinen Fork, aber Clone wir sehen Clone mit nur Nullen als Parametern, ist letztendlich genau das gleiche wie ein Fork. Also wir haben da eine Kopie des aktuellen Prozesses und da wir das vor dem eigentlichen Fork und vor dem Privilege Drop machen, sind wir an dieser Stelle noch Root und wir sind dann noch im Zygote-Prozess, können dann aber auch wieder wechseln in den System Server Kontext, womit wir dann wieder ein Kernel-Modul laden können. Genau, also wir machen einfach einen Fork und machen dann einen execve auf systembintc. Systembintc ist auch ein Binary, was existiert. In dem Fall ist das aber auch wieder ein Binary, was vorher mittels Dirty Cow einfach ausgetauscht wurde. Da läuft jetzt ein eigenes Binary, was dann eben das Kernel-Modul lädt und gewisse andere Dinge noch macht. Also im Endeffekt können wir da irgendwas nehmen. Es muss nur eine existierende Datei sein, auf der wir Lesezugriff haben, weil Dirty Cow uns ja eben erlaubt, eigentlich nur lesbare Dateien zu überschreiben. Wir können aber keine neuen Dateien anlegen, weil das Dateisystem ja standardmäßig read-only ist. Das heißt aber, wenn wir jetzt einfach systembintc nehmen und die einfach mit was eigenem überschreiben, dann können wir die aufrufen und die kann dann machen, was sie will. Genau. So, um das Ganze hinzukriegen, wie kriegen wir jetzt SE-Linux deaktiviert? SE-Linux, dafür gibt es die Variable SE-Linux-Enforce beziehungsweise SE-Linux-Enforcing. Wenn die auf 1 steht, heißt das, dass das SE-Linux-Enforced ist und dass die ganzen Regeln angewendet werden. Wenn die auf 0 steht, ist SE-Linux de facto deaktiviert, also es steht dann auf Permissive. Das ist zwar noch aktiviert, aber es gibt eben nur noch die Audit-Meldung. Wir sehen dann, was SE-Linux im aktivierten Zustand verhindern würde, aber es wird nicht verhindert. Das heißt, sobald wir die auf 0 stellen, sind wir praktisch komplett im Besitz des Systems. Das ist natürlich eine kernel-interne Variable und die ist auch nicht exportiert, da gibt es auch kein Symbol zu. Das heißt, es müssen ein bisschen tricksen, um überhaupt an die Variable ranzukommen. Um das Ganze zu machen, habe ich mal ein bisschen in den Source-Code des Kernels reingeschaut und da gibt es diese Funktion cell read enforce, die auf diese Variable zugreift.
Das heißt, wenn wir die Funktion cell-read-enforce im Kernel finden, dann können wir darüber dann auch wieder an diese Variable beziehungsweise an die Adresse kommen, an der der Wert steht, den wir überschreiben wollen. Das heißt also, so sieht die Funktion aus. Sie benutzen scn-printf, um eben die SE-Linux-Enforcing zu lesen. So, und um zu sehen, wie das Ganze dann im eigentlichen Kernel aussieht, ein Object-Dump auf den Kernel, auf den entsprechenden Bereich. Also hier sehen wir auch wieder, dass der S ganz unten, also es ist jetzt, da fehlt noch ein bisschen was von der Funktion, aber wichtig ist uns eigentlich nur bis zum scn-printf, weil das ist genau, was uns interessiert. Und diesen Teil wollen wir lesen, weil wir wissen ja, dass scn-printf als als vierten Parameter eben diese Variable übergeben gekriegt. Das heißt, im Assembler müsste dann an der vierten Stelle die Adresse der Variable stehen. Genau, also wissen wir jetzt, wie die Funktion aussieht, und dann können wir uns so ein Kernel-Modul basteln. Genau, also um das Ganze zu erreichen, patchen wir eben nicht den App-Prozess direkt, sondern die libAndroid-Runtime, die wird von dem App-Prozess verwendet und die macht diesen eigentlichen Fork und so weiter. Das heißt, wir suchen einen Code-Cave in dieser libAndroid-Runtime. Im Prinzip müssen wir eigentlich nur eine Funktion finden, die möglichst selten aufgerufen wird, damit wir eben keinen Fehler erzeugen. Und wir können, sobald wir root sind, können wir ja eigentlich wieder die originale libAndroid-Runtime drüber schieben, um eben zu verhindern, dass vielleicht doch irgendwann mal diese Funktion, wo wir unseren Code reingeschmissen haben, ausgeführt wird und es zu einem Fehler führt. Das heißt, wir tun unseren Shellcode einfach an die entsprechende Stelle, und dann genau bevor der Fork passiert, wo die Anwendung gestartet wird, machen wir einen Jump in unseren Shellcode, und der wiederum startet dann das System.btc, wo dann einfach ein C-Programm drin liegt, was unser Kernel-Modul lädt. So, hier nochmal, wie das Kernel-Modul aussieht. Also es ist ein bisschen tricky. Wir suchen im Prinzip mit callsems die Funktion cell-read-enforce und lesen, schauen dann da rein, suchen bestimmt, haben uns einen Magic Marker gesetzt, in dem Fall hier diese ASM-Sub, und suchen einfach danach. Und wenn wir das gefunden haben, dann müssen wir ein bisschen bit-jonglieren, weil hier genau mit ADRP gearbeitet wird. ADRP auf ARM64 setzt eben die Adresse auf den aktuellen Offset der Instruktion, also Instruction Pointer plus das, was als Parameter an ADRP übergeben wird. Das heißt, wir müssen da auch nochmal wieder ein bisschen tricksen, um letztendlich die komplette Adresse dann rauszukriegen. Genau, und das Ganze sieht dann so aus. Das ist dann das Kernel-Modul. Und wenn wir das laden, das geht natürlich nur, wenn jetzt kein Module-Signature aktiviert ist und sowas in dem Fall glücklicherweise nicht aktiviert war. Das heißt, wir konnten das Kernel-Modul einfach laden, weil der System-Server eben diese Berechtigung hat, Kernel-Module zu laden. Und was es dann einfach macht, ist, also der Teil fehlt jetzt hier, das ist jetzt hier nur die Funktion, die praktisch die Variable raussucht, und die gibt mir am Ende die Adresse der Variable zurück. Und dann kann ich einfach an diese Stelle eine 0 reinschreiben, und in dem Moment, wo ich da 0 reinschreibe, ist SE-Linux deaktiviert. Ja, und dann wollen wir natürlich, um das Ganze ein bisschen schöner zu haben, wollen wir irgendwie sowas, normalerweise, wenn man System rootet, hat man ja dann irgendwie sowas wie SuperSu, was dann eben verhindert, dass einfach eine App sich Rootrechte holt, ohne dass der Benutzer da irgendwie einen Zugriff drauf hat. Natürlich könnte man auch böswillig sein und einfach auf diese SuperSu-Geschichte verzichten, weil ich bin ja jetzt root und ich kann jetzt alles machen, was ich will, ohne dass der Benutzer das merkt. Aber wenn ich jetzt mein eigenes Gerät roote und ich will, habe vorher keinen Root-Zugriff gehabt, weil es vielleicht keinen Exploit für dieses Gerät gab, dann kann ich das so machen und kann SuperSu im System-Less-Mode installieren, was so viel heißt, ich habe ein X4-Image einfach, wo dann die SU-Binaries drin liegen, und das wird dann einfach mit Mount-Bind über das aktuelle System geladen. Das heißt, ich mache eigentlich gar keine Änderung am richtigen Filesystem, sondern ich lade einfach das X4-Image drüber. Dafür muss ich vorher noch mit Z-Namespace den Namespace wechseln, weil ich sonst eben in einem anderen Namespace bin, und das funktioniert zwar, ich habe da mein SU aus dem Kontext heraus, wenn ich dann aber aus einem anderen Kontext heraus versuche, das SU auszuführen, wird das nicht gehen, weil das ein anderer Mount Namespace ist. Also setzen wir in dem Fall das einfach auf den gleichen Namespace wie init, proc 1, 1 ist init, nsmnt, und in dem Moment sind wir im gleichen Namespace, und dann haben auch, weil sich die Namespaces eben vererben, haben dann alle Anwendungen eben Zugriff drauf. Ja, so sieht das Ganze aus, kennt man dann die Super-User-Anfrage, genau. Und
Das ist so das Ding. Dann ist noch die Sache, also das Dirty Cow ist bei Android gepatcht ab dem Sicherheitspatch-Level 6. November 2016. Also da, wo wir hier unten das, hier sehen wir, das ist ein nicht gepatchtes System. Aber wenn jemand mal bei seinem eigenen System gucken will, ob das gepatcht ist oder nicht, dann ist wichtig, dass das mindestens der 6.11.2016 als Sicherheitspatch-Level ist. Vermutlich wird es sehr viele Geräte geben, die eben noch nicht diesen Patch-Level. Das ist ja das allgemein bekannte Problem bei Android, dass Google sich zwar immer bemüht, dann eben inzwischen mit diesen Security-Bulletins jeden Monat dann irgendwelche Patches rauszubringen, aber die Hersteller leider dann oft sehr lange brauchen, bis sie tatsächlich dann ein Update rausbringen, was dann diese Patches drin hat. Geschweige denn bei ganz alten Geräten, wo es dann einfach gar keine Updates mehr gibt, wo der Benutzer dann einfach gar keine Möglichkeit hat, dieses Problem in Ordnung zu bringen, weil der Bug ist im Kernel und der Benutzer kann ohne ein Update des Herstellers da nicht einfach den Kernel tauschen. Alternative sind natürlich so Custom-ROMs wie CyanogenMod oder LineageOS jetzt. Genau. So, ja. Und damit bin ich eigentlich auch schon fast durch, wenn noch Fragen sind. Also es gibt, ich habe dazu auch in der CT einen Artikel, wo es ein bisschen ausführlicher beschrieben ist. Aber ansonsten stehe ich euch gerne jetzt nochmal für ein paar Fragen zur Verfügung. Danke. Keine Fragen? Ist in neueren Android-Versionen dieses Kernel-Module-Signing aktiv? Das ist herstellerabhängig. Also ich glaube, das ist keine Standard, also es ist nicht von Google standardmäßig vorgesehen. Es gibt einige Systeme, wo das auch schon auf Android 6 aktiv ist. In dem Fall bei HTC war das bei Android 6 nicht aktiv, aber das ist herstellerabhängig. Könnte man dann trotzdem irgendwie da drum kommen? Also das ist ja jetzt nur eine Möglichkeit, wie man praktisch SE-Linux, also das war der erste Weg, den ich gefunden habe. Ich habe gesehen, ich kann ein Kernel-Modul laden und dann war mir direkt klar, okay, ich kann ein Kernel-Modul laden, wenn ich im Kernel-Mode bin, dann kann ich alles machen, dann kann ich SE-Linux deaktivieren. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also wenn man ein bisschen online schaut, dann haben auch manche versucht, dann einfach den Init-Prozess also Code in den Init-Prozess zu injecten, der dann natürlich auch wieder Root-Berechtigung hat, wo ich dann gar nicht, also der einfach die Berechtigung hat, dann SE-Linux zu deaktivieren, wo ich dann gar kein Kernel-Modul für laden muss. Also in dem Fall war jetzt der Weg über das Kernel-Modul einfach der Weg des geringsten Widerstands. Ja. Ich frage mich, wie das mit SafetyNet aussieht, dieser Google... Google-Technik, um zu überprüfen, ob ein Telefon dem aktuellen Stand entspricht, das ja für Google Pay und auch sowas wichtig ist. Checkt Google Pay, dieses SafetyNet auch irgendwie den Patch-Level und weigert sich dann, weißt du was das davon? Kann ich nicht beantworten. Aber ich vermute mal wahrscheinlich, also der Safety-Patch-Level, der kommt ja von Google. Also die bringen jeden Monat diese Security-Bulletins raus. Und da ist dann genau beschrieben, welche Lücken in diesem Patch-Level geschlossen sein müssen, damit das Mobiltelefon, also damit Android das diesen Patch-Level anzeigen darf. Aber wie das überprüft wird, das weiß ich nicht. Gut, alles klar. Ja, wenn wir keine weiteren Fragen mehr haben, dann vielen Dank nochmal und noch eine schöne Restzeit hier auf dem Easter Hack. Danke.